Tanz ist für mich ein gemeinschaftlicher und kommunikativer Prozess, der einerseits natürlich auf handwerklichem Können basiert, aber andererseits auch Intuition und Kreativität vereint. Meine Aufgabe ist es, in die Rolle des Vermittlers zu schlüpfen und kulturpolitische, sozialpolitische Zusammenhänge zu schaffen, die Aussagen und die Emotionen des Komponisten zu projizieren auf das Publikum. Und dass eben die Musik zwei Schöpfungsakte hat. Einerseits die Komposition und dann aber auch wiederum meine Interpretation. Das ist das eigentliche Spannende daran. Ich als Musiker möchte ja an den Werken wachsen. Manche Stücke fordern mich immer wieder oder immer noch aufs Neue heraus. Und ich höre nie auf, mich mit manchen Werken zu beschäftigen, denn sie sind nach wie vor ein kleines Geheimnis. Und gerade dieser kreative Prozess, neue Ideen und neue Interpretationsansätze, Möglichkeiten zu erschließen. Dieser Prozess, der geht nie zu Ende. Allein schon durch die Entwicklung, die eigentlich jeder Mensch, jeder Musiker im Zuge seines Lebens und Erlebens mitmacht. Ich meine, letztendlich geht es ja darum, sich im musikalischen Ausdruck des Komponisten wiederzufinden und sich dadurch immer wieder aufs Neue zu entdecken. Das macht die Musik und das Musizieren so spannend. Und das zwischen den Zeilen lesen, das Geschriebene zu interpretieren, aber auch das, was nicht geschrieben ist, und das Ganze zu erleben, auf sich einwirken zu lassen, das ist eigentlich das größte Geschenk für einen Musiker. Und das geben wir auch gerne an das Publikum weiter. Musik.